Hallihallo, liebe Leute, DJK A87 hier und willkommen zu der Auswertung meines 300 Hour Specials des Mario Kart Super Mario Kart Wettbewerbes auf der Strecke Rainbow Road. Ja, erstmal, ja, ein Schade, dass nicht so viele an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Es haben ganze zwei Personen nur teilgenommen, was ich echt schon ein bisschen schade finde eigentlich. Ich habe eigentlich wirklich auf eine größere Teilnahme gehofft, vor allem weil ja auch noch einige von euch auf den Kommentaren des Videos halt geschrieben haben, dass sie mitmachen wollen. Aber ich vermute jetzt mal stark, dass ja die anderen beiden wohl so gut waren, dass die anderen wohl keine Lust mehr hatten. Kann ich irgendwo verstehen. So gut wie die gefahren sind. Ja. Ihr wollt jetzt bestimmt natürlich wissen, wer gewonnen hat. Also ich kann ja erstmal sagen, wer überhaupt teilgenommen hat. Das waren Team Sun und Final Messenger 13. Das waren die einzigen beiden Teilnehmer. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, the winner is... Ja, wie ihr gerade gesehen habt, Final Messenger 13 hat gewonnen. Mit einer wirklich unglaublich knappen Zeit im Vergleich zu Team Suns. Ja, Gratulation Final Messenger 13. Final Messenger 13 hat es wirklich noch geschafft, die Zeit zu schlagen. Und er hat das Video so eine Viertelstunde bevor der Wettbewerb zu Ende war, mir durchgesendet per Videoantwort. Ja, die letzte Stunde habe ich sowieso immer auf YouTube reingeschaut, ob noch was kommt. Wann noch was kommt, und es kam nur noch ein einziges Video, und das war wirklich das vom Final Messenger 13, das Siegervideo, könnte man sagen. Ich hätte echt nicht erwartet, dass noch irgendetwas gekommen wäre, aber ja. Gratulation, Final Messenger 13, und ja, Final Messenger 13, du darfst jetzt mir entweder ein Spiel aussuchen, was ich let's playen soll. Sei es egal, ob es ein schwieriges ist, wie auch immer, es darf halt kein RPG sein, also kein, ja, zu langes Spiel. Okay, und ja, dann sage ich erstmal trotzdem danke an euch zwei, dass ihr teilgenommen habt und ja, genau, Final Messenger 13. Falls du halt nicht willst, dass ich ein Spiel let's playen soll, dann können wir ja irgendwas mal battlen. Ist dir halt überlassen, was du willst. Kannst ja in den Kommentar schreiben, was du willst, oder mir die PN schreiben. Die anderen Zuschauer werden es dann ja sehen, spätestens wenn ich let's playen soll oder wenn wir battlen, je nachdem. Okay, dann war es das mit dem Wettbewerb. Ich hoffe, ja, ich hoffe, dass wenn ich das nächste Mal so etwas machen sollte, die Teilnahme wirklich größer ist. Einige haben wirklich versucht teilzunehmen, aber haben es nebenbei aufgegeben. Was ich auch recht schade finde, aber ja, was soll man machen? Okay, Leute, dann bedanke ich mich nochmal, auch wenn es nur zwei Leute waren, für die Teilnahme. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Also Leute, bis dahin, auf Wiedersehen. DJ Chaos Strikes Back.